Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 358 Tage über 2. Wir chillen gerade so ein bisschen mit dem Axel und sollen eine Wache besiegen. Schätzungsweise der erste richtige Boss hier in diesem Spiel, der schätzungsweise hier irgendwo im Untergrund rumwuselt. Flip the Switch. Okay, der öffnet mir das, ist aber im Grunde nur eine Abkürzung. In Anführungsstrichen. Da muss ich ja nicht wirklich hin, also es ist auch keine Abkürzung. Bin ich hier falsch? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier gewisse Schalter in einer gewissen Reihenfolge betätigen muss, um dann irgendwo hinzukommen, wo ich hin muss, vielleicht. Huch, spring doch da hoch. Den habe ich jetzt betätigt, dann gehe ich jetzt hier runter. Ah, hier war ich noch nicht. Gut, mein Fehler. Ich dachte, ich war hier schon. Ich glaube, das ist mir beim letzten Mal auch passiert. Ja, das sieht ja auch alles so mega gleich aus. Bombilinis, Bombilinis, ihr haltet zu viel aus. Bam, 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 bam. Ah, okay, ich habe noch einmal Feuer. Ich hoffe, das brauche ich nachher für den Boss nicht. Oh, das würde sich doch lohnen. Shit, jetzt muss ich doch ein bisschen Abstriche machen. Wobei hier eine Portion gegen eine Portion und dann... Heile ich. Kann ich Axel heilen? Nee, ich kann es aber wegwerfen. Gut. Ich würde es ihm gerne geben, aber... Da nicht. So. Ich meine, so eine krasse Ausrüstung, die sollten wir definitiv mitnehmen. Da kann ich jetzt was machen. Schätzungsweise war ich da drüben auch noch nicht. Es macht schon Spaß, ne? Definitiv mehr als auf... dem DS, keine Frage. Aber gut, wer weiß, ob ich das noch in 2.000-3.000 Stunden sag. Also richtig viel Variation gibt es ja jetzt nicht unbedingt in den Missionen. Zumindest habe ich nicht viel gesehen. Also ich würde schon sagen, dass das wirklich so ein Spiel ist, dass das kann man mal so eine Stunde am Tag spielen. Und dann wird es schon brenzlig. Wegen den repetitiven Missionen halt, nicht wegen den Charakteren, die sind ja mega geil. Okay, gut. Ich schätze, ich will hier durch, aber müsste dann noch irgendwas anderes aktivieren, vielleicht? Oh Gott. Aber wobei, ja, jetzt bin ich doch hier. Gott, ist das so verwirrend. Läuft natürlich auch nicht hundertprozentig flüssig, ne? Aber ich glaube, das muss ich keinem sagen. Oder war ich hier schon? Bin ich jetzt auf der anderen Seite? Nee. Gut, ich gehe jetzt, glaube ich, mal wieder an die Oberfläche. Das hat ja so keinen Sinn. Ich habe ja auch alle Kisten eingesammelt. Vielleicht war das wirklich alles nur für diese Kack-Ausrüstung. Wobei, hier geht es ja nicht weiter. Aber beim letzten Mal war das ja auch irgendwie ganz komisch, ne? Da kam dann wieder Herzlose, als ich auf dem Rückweg war. Vielleicht ist das ja... Ne, es ist leider dieses Mal nicht so. Also muss ich doch wieder zurückgehen. Axel, helf mir doch mal, Junge. Du bist doch mal so schlau. Wobei, nee, das ist gelogen. Cool, aber nicht unbedingt schlau. Also, es heißt jetzt nicht, dass ich denke, dass er blöd ist, aber... ihr versteht schon. Wenn sie einem helfen könnten, dann tun sie es natürlich nicht. Ist jetzt hier eigentlich wieder alles zu oder war das schon vorher zu? Nee, das hier ist auf. Okay, was ist, wenn ich jetzt nach rechts gehe? War ich hier schon? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Das ist der Haken an dem ganzen Scheiß, oder? Bin einfach verwirrt wie eh und je.
Und ihr seid gleich tot, wie eh und je. Aua. Au, Doppelaua. So. Huch, da hat er, glaube ich, immer Feuer eingesetzt. Endlich. Guti, dann geht das da schätzungsweise links jetzt auf. Und ich habe jetzt... Könnte ein bisschen portionentechnisch was gebrauchen. Ich habe ja noch drei. Im Rucksack habe ich, glaube ich, keines mehr, ne? Hier lang, Roxas. Ja. Ja. Huch, wieso brenne ich denn jetzt? Was ist denn da passiert? Oh, er hat uns beide gerade geheilt. Kann das sein? Einmal will ich egoistisch sein. Was heißt egoistisch? Ich kann ihn ja nicht heilen. Kann das mal aufhören? Hallo, ich brenne. Hallo. Wo ist die Wiese, wenn man sie braucht? Bei der ich mich dann hermachen kann, rollern kann. Ja, dreh dich mal blöd. Das hilft dir auch nicht weiter. Ja, Axel, vielleicht nochmal Feuer, das würde mir sehr, sehr weiterhelfen. Ah, da keinen Bock drauf, ha? Nein, noch mehr Bombilinis. Ja, ne, ich hätte jetzt natürlich im Vorfeld mehr Feuer ausrüsten können, hätte aber dafür dann weniger Portionen gehabt. Und so viel, wie hier Bombilinis am Start sind, so viel... was, der explodiert doch nach einer Weile? So viel Feuer hätte ich gar nicht mitnehmen können. Aber das wäre jetzt beispielsweise so eine taktische Komponente gewesen, die man hätte, wo man sich vorher hätte was überlegen können. Was heißt Feuer? Gut, Feuer kann man ja nicht wissen, was für Gegner kommen, oder? Oder konnte man das irgendwo einsehen? Ach ja, hier, ich könnte nochmal Äther einsetzen, aber dieses Äther ist auch ziemlich kacke, ne? Da kriege ich nur einmal Feuer wieder. Moment, da geht's ja gar nicht lang. Blazing Chart. Werfen wir hier so einen scheiß Mondstein weg. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr wert. Behaupte ich jetzt einfach mal spontan. Gott, so wenig Inventarplätze. Ich hab's ja schon mal gesagt. Ist das Resident Evil? Okay, hier sind wir richtig. Ja, der erste richtige Boss. Da ist unser Ziel. Los geht's, Roxas. Behalte deinen Kopf von den Wolken weg. Also behalte einen klaren Kopf, sagt er quasi. Ja. Ist wahrscheinlich irgendeine komische englische Redewendung. Ja, ich denke, ich versuche ihn dann einfach mal eiskalt zu fokussieren. Okay, mein Feuer macht jetzt nicht so viel Schaden. Das ist doch die Original Kingdom Hearts 2 Boss-Musik. Gefällt mir. Habe ich jetzt getroffen? Ich bin mir nicht sicher. Axel hat ihn direkt in Flammen gesetzt. Kann das sein? Guter Junge, guter Junge. Die Frage ist, ob gehen die anderen auch dann kaputt, wenn er tot ist? Das würde mich freuen. Nee, natürlich nicht. Das sind ja keine eineigigen Zwillinge oder so. Aber, Zwischensequenz. Mission erfüllt. Ich muss sagen, dass du echt, dass du in so kurzer Zeit echt viel gelernt hast. Bist du bereit zurückzukehren? Nein. Er sagt ja, aber ich sag nein. Ich spiele dich, ich kontrolliere dich. Shit! Okay, gut, dann, ja, ne? Fuck you. Ich werde dieses Eiscreme-Zeugs, was wir machen, vermissen. Hä? Warum? Von morgen an werde ich eine Weile... Ja, werde ich weg sein. Ohne eine Weile. Oh. Und, meine Freunde, wo geht er hin? Richtig, er geht ins Schloss des Entfallens. Da haben wir dann die Parallele.
Da du mein Kumpel bist, schätze ich, dass ich dich einweihen kann. Ja, ich werde im Schloss eine Weile im Schloss des Infants sein. Was ist das? Die Organisation hat ein zweites Schloss in den Welten, Zwischenwelten stationiert. Da steht das so, in der Welt zwischen den Welten. Es wird Schloss des Infants genannt. Kannst du dir das merken? Hast du dir das gemerkt? Ja, ich... I wish people told me. Ja, ich wünschte, die Leute hätten mir das gesagt. Nun, ich muss jetzt zurück und mich vorbereiten. Spaß, Spaß, Spaß. Ja, packen quasi. Jedenfalls, ja. Lass dir Zeit. Mit dem Eis. Aber nicht zu viel, sonst schmilzt es. Und wir wollen doch nicht deine schicke Kutte ruinieren, oder? Aber wahrscheinlich haben sie 25.000 im Lager. In allen Größen und Facetten. Oh. Gewinner. I'm gonna miss this ice cream thing we do. Huh? Gonna be away for a while. Starting tomorrow. Really? I can fill you in since we're friends. I'm gonna be at Castle Oblivion. Castle Oblivion? The organization's got a second castle in the world between worlds. It's called Castle Oblivion. Got it memorized? I wish somebody told me these things. Well, I gotta head back and get ready. Nothing but fun, fun, fun. Alles klar, so Level up. Die Rüstung natürlich, sehr, sehr wichtig. Arms with two cars. Okay, gut, das sind zwei mega geile Sachen, die wir jetzt hier eingesammelt haben. Stiller Begleiter. Takt 23. Axel, ich habe eine Nachricht von Lord Xemnas für dich. Wir haben Grund zu der Besorgnis, dass eine oder mehr Mitglieder, die für CO eingetragen sind, dass sie uns verraten. CO? Was war CO nochmal? Ja, Castle Oblivion, also Schloss des Infalls. Wir wissen ja, er geht jetzt mit Malusia und Co. dahin und Xemnas denkt, dass da Verräter drin sind und Axel ist ja der quasi undercover da halt hingeht und den Verräter aufspüren soll. Und wir wissen ja, wie das Ganze ausgegangen ist. Finde sie und entledige dich, jener. Und das hat quasi Xemnas wirklich gesagt. Das kam aus seinen Lippen, von seinen Lippen. Axel, I have a message from Lord Xemnas. Among the members assigned to Castle Oblivion, there are traitors. Find them and dispose of them. I trust that really came from Lord Xemnas himself. Hey, Axel! If you're looking for Axel, he's gone. What do I do with this? Ja, also Sykes und Axel haben dann als niemanden natürlich nochmal eine spezielle Beziehung zueinander.
weil ihre Jemande auch miteinander befreundet waren. Wie gesagt, in Birth by Sleep haben wir das ja gesehen, ne? Lee und Sykes, jemand halt, die waren ja als Kinder schon befreundet. Und ja, Axel hat quasi auch entwickelt einen guten Draht zu Roxas, weil Lee mit Ventus befreundet war. Also deswegen verstehen die beiden sich hier so gut, weil ihre jemande. Es ist halb richtig. Ich mag nicht spoilern, aber von Axels Seite aus kann man sagen, dass er sich jetzt so gut mit Roxas verbünden kann, sich mit ihm anfreunden kann, weil sein jemand erinnert sich halt an Ventus. Ja. Wie gesagt, es ist so schwierig, nicht Sachen zu spoilern. Aber ja, Axel! Ja, der ist weg, ha? Huh? Die Hälfte der Organisation ist weg. Axel ist bereits gegangen. Aber diese Eiscreme-Stier sagt Gewinner. Ich muss ihn fragen, was ich gewonnen habe. Gab's da nicht mal so eine Zwischensequenz, wo ihr das erklärt? Wahrscheinlich nicht, ja. Genau, jetzt kommt Dosh, was ich beim letzten Mal schon zeigen wollte. Das kann ich euch jetzt zeigen. Hatte mein Handy eigentlich schon geklingelt? Nee, perfekt, okay. Und zwar habe ich jetzt erstmal den Level-Up-Bullshit hier. Den will ich gerne... Ach, komm schon. Weg. So. Da klingelt's. Ich will das gerne schön geordnet haben. So. Double Cast. Ja, okay. Mach mal... Was ist das genau? So. Warte. Machen wir nochmal alles weg hier. Wie kann ich das wegmachen? Nein. So, okay, indem ich X drücke, alles klar. So, folgendes. Nein! So, ich habe jetzt dieses hier, den Doppelspruch. Der hat so ein Feld hier und der sorgt quasi dafür, dass sich mein Feuer verdoppelt. Also... Wie bla bla bla, two casts, genau, also wir wissen ja, okay, ein Feuerfeld sorgt dafür, dass ich einmal Feuer einsetzen kann. Aber wenn ich jetzt hier ein Feuerfeld reinmache in diese Ausrüstung, habe ich quasi doppelt so viel Feuer. Das bedeutet, ich mache jetzt hier dreimal Feuer rein und kann sechsmal Feuer einsetzen, so. Als nächstes werde ich dann wahrscheinlich hier mal so eine Portion reinballern vor so Lulz. Hier die Level-Ups reinknallern. Und müsste dann hier auch nochmal so eine beschissene... Hier, zwei Transforms. Sehr gut, das haben wir ja schon. Boden-Kombos. Und mit dieser Rüstung... Moment, kann ich beides auswählen? Nee. Ja, ich kann mich jetzt entscheiden. Will ich die Bodenkombos behalten oder stärke ich meine Magie? Ich weiß nicht. Ja, lass mal versuchen, ne? Dann haben wir jetzt ein Magieschlüsselschwert. Hier mache ich dann wieder Scan rein. Die Ausweichrolle blocken erstmal nicht, weil das kann ich eh nicht. Und dann, genau, dann werden wir uns natürlich dementsprechend auch mit Äther voll Spam, voll bomben hier. Damit ich auch genug Zauber habe. Also ich habe jetzt quasi hier, ja, sechsmal Feuer. Ich weiß nicht, ob sich das Äther dann auch verbessert. Hoffen wir es mal.
Okay. Ja, man sieht, Schlüsselschwert hat sich geändert. Gut, dann labern wir mal noch die Typis hier an. Ich habe das hier rumliegen. Ja, ich habe das rumliegen sehen. Aber was soll ich schon damit machen, nicht wahr? Und? Okay, Fusionsutensil. Die hat immer noch keinen Bock. Gut, dann fragen wir hier mal den Sykes. Ist das jetzt so eine Hauptmission wieder? Roxas, von heute an musst du zusammen mit Shion Mission erfüllen. Pass extra auf die Beschreibung. Auf die Beschreibungen, die ich dir da in die Mission geschrieben habe. Benutze die Daten, um zu entscheiden, was du mit was du dich ausrüsten sollst. Okay. Ja. Nee, immer noch eine Mission. Alles klar. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Kingdom Hearts 358 Tage über 2. In der nächsten Folge schauen wir mal, wie das magische Schlüsselschwert so abgeht und ob die Shion irgendwas kann. Was sie kann, ob sie irgendwas kann, ob sie vielleicht mal reden mag, ob sie uns vielleicht mal ihr Gesicht zeigen möchte. Wobei, ihr habt ja die ersten 2, 3 Folgen gesehen. Da hatte ich ja schon, glaube ich, Bilder reingepappt. Ich habe sie jetzt noch nicht bearbeitet, weil ich mich so davor graule, aber ja. Was auch immer. Es ist jetzt 5.45 Uhr am Morgen. Ich gehe dann, glaube ich, mal schlafen. Ja. Ich habe echt nur 3 Speicherstände. Was ein Scheiß. Ja gut, ich habe eh Safe Sets, also von daher speichern wir einfach mal drüber. Ja. Guti. Ja. Bis zum nächsten Mal. See ya.